schaue, was ich mit mir habe. Ich habe ein Ping, Chip R, Chipper. Du hast bestimmt vom Chipper schon gehört. Vielleicht hast du schon so einen Schläger ausprobiert. Vielleicht sagst du, das ist kein echtes Golf. Mit so einem Ding werde ich nicht meine Annäherung machen. Aber ich denke, das macht wirklich, wirklich Sinn, über diesen Schläger zu sprechen. Beziehungsweise, dass ich den gleich teste. Für mich und für dich. Wenn ich den auf den Boden aufsetze, dann merke ich sofort, der fühlt sich an wie ein Putter. 35 Zoll lang, also genauso lang wie mein Putter, identische Länge. Und der Leihwinkel, also dieser Winkel hier, ist identisch zum Putter. Guck mal, das ist mein Putter, so würde ich stehen und so muss ich mit diesem Schläger stehen. Der Chipper hat eine sehr, sehr große Sohle, also ganz viel Bounce und hat den Loft von einem Eisen 9. So, für wen ist dieser Schläger? Dieser Schläger ist ganz sicher für Spieler, die oft, ich kann es gar nicht mit diesem Schläger, oft hängen bleiben oder oft toppen. Aber meistens sind die zwei Sachen verbunden. So, ich werde jetzt ein paar Bälle von verschiedenen Positionen und Entfernungen mit diesem Chipper machen. Und Ping sagt, dass diese Schläge für Entfernungen bis zu ungefähr 35 Meter geeignet sind. So, jetzt bin ich ungefähr 25 Meter entfernt von der Fahne. Da ist ja sehr viel Vorgrün und die Fahne ist sehr kurz gesteckt. Ich werde meinen Puttergriff verwenden und ich werde einfach putten. So, es geht los. So, das sind nur 8-9 Meter. Immer noch viel Vorgrün. Ich ziele nach rechts. Ist interessant. Da ich jetzt eine Putt-Technik verwende, sofort denke ich mir an Break. Okay. Und merke, das ist wirklich irgendwie schwierig, den Boden mitzunehmen. Bislang habe ich den Ball sehr sauber getroffen. So, ich chippe einmal jetzt vom Vorgrün. Es geht jetzt bergab. Und das interessiert mich ein bisschen vom Semiraf, wo er ein bisschen eingebettet ist. Fangen wir bei dem Einfachen an. Also wenn ich jetzt wirklich versuche, nach unten zu schwingen, ein bisschen mit der vorderen Kante, dann gleitet er durch. Er springt nicht, er gleitet durch, was mir wirklich ein sehr sicheres Gefühl gibt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Ball rechts sein muss, damit ich den mittig treffe. Ich kann den mittig oder sogar ein bisschen links spielen. So, bergab, leicht rechts von der Mitte. Und mein, komm, geh links. Mein Technikgedanken sind wirklich weg. Ich habe jetzt 100% an Entfernung gedacht. Naja, bis jetzt bin ich ziemlich beeindruckt. So, ich werde hier versuchen, das linke Bein zu belassen, bis mir nach unten zu schwingen. Bin gespannt, was hier passiert. Wieder mein Puttergriff. Oh, das ging auch. Bisschen weit, aber dieses Semiraf spielte keine Rolle. So, jetzt werde ich den letzten Ball spielen, von etwas weiter, so 30 Meter. Und da ist ein Hügel dazwischen, so ich werde den Ball ein bisschen höher spielen, den Ball ein bisschen weiter vorne im Stand spielen. Da ist Platz zum Auslaufen. Ich probiere es aus. So, der einzige Weg, diesen Ball höher zu bekommen, ist den vorne zu spielen im Stand. Das müsste gehen.
Oh, das war einfach zu treffen. So, man sieht, auch wenn man den ein bisschen höher haben möchte, wenn die Lage auch gut ist, kann man mit diesem Ding arbeiten. So, mein Fazit, ich bin absolut begeistert. Ich habe wirklich noch nie mit diesem Schläger gespielt. Ab und an habe ich einen Chipper von einem Schüler verwendet. Aber du siehst, das Ergebnis war gar nicht so schlecht. Und ich musste nur putten, Puttergriff verwenden. Und außer beim letzten Schlag musste ich nur an Länge denken. So, wenn du eine Chipkrise zurzeit hast, es lohnt sich. Und natürlich kannst du immer wieder mit deinem Eisen 9, 8 spielen, aber das im Berg zu haben oder zu Hause in dem eigenen Pro-Shop für Notfälle, denke ich, lohnt sich sehr.